Ich hätte niemals gedacht, dass wir mit Obstkisten ein Unternehmen aufbauen können. Also vor circa 8 Jahren hat mein Vater seinen Obsthof verkauft und hatte dementsprechend in der Scheune noch alte Obstkisten liegen, eingelagert, die er nicht mehr brauchte. Ich habe die versucht zu verkaufen, erstmal lokal, und da haben wir schnell gemerkt, dass doch eine große Nachfrage an diesen Kisten besteht. Angefangen haben wir 2013 auf unseren elterlichen Betrieb. Dort haben wir wenige Pakete pro Tag gepackt. Mittlerweile verschicken wir bis zu 15.000 Pakete im Monat. Es ist ein simples Produkt, ist ein rustikales Produkt, aber ich denke, die Möglichkeit, was man aus Obstkisten machen kann, ist sehr hoch. Als die Kisten in unserer Nachbarschaft alle aus waren, fingen wir an, unsere eigenen Kisten zu produzieren. Mittlerweile verkaufen wir von Schuhregalen, Weinregalen, Gewürzregalen. Es gibt eigentlich viele Einsatzzwecke für diese Kisten. Amazon hat uns auch bei unserer Marktetablierung geholfen, da wir natürlich einen großen Kundenkreis ansprechen und dadurch auch unsere Marke deutlich bekannter wurde.